Und ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin eine faule Sau. Ich habe jetzt ewig lange nicht gespielt, war krank, hatte keine Lust. Und ja, Kesuna ist zurück in Deutschland. Hallo und willkommen zurück, Kesuna. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir eigentlich waren. Ich weiß noch, wir wollten Turok 2 spielen und da hört es aber auch schon auf. Ja. Da waren wir zuletzt gewesen. Die letzte Aufnahme ist jetzt ungefähr so eine Woche her. Jo. Nase krabbelt. So. Ja, wie gesagt, ich war krank und mit Ohrenschmerzen, Halsschmerzen spielt sich's halt nicht ganz so geil. Und da dachte ich mir, ja, legst du mal eine kleine Pause ein. Und jo, und jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. Ich komme nämlich gerade vom Einkaufen zurück. Einen Augenblick. Das war eine Resident Evil oder eine eher Umbrella-Tasse. Ja, Stil echt. Feendrache nur mit Umbrella-Tasse. Ich hätte mir eigentlich auch für die Arbeit eine kaufen müssen. Ja, egal. Kann ich ja nachholen. Boah. Stark. Ugh. Ja, ich bin kein Freund von diesem Instant-Kaffee, aber ja. Manchmal muss das halt auch mal sein. Ah, schüttelst mich kurz. So. Falls ihr ab und zu mal, Moment, dieses Geklicker hört, das sind die Seitentasten von meiner Maus. Also ich habe so eine Gaming-Maus. Und ich habe die Seitentasten so einprogrammiert, dass ich damit halt lauter und leiser machen kann. Weil das für mich einfacher ist, als jetzt ständig irgendwie mit der Tastatur da deswegen rumzufummeln. So. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ich habe ehrlich, wie gesagt, ehrlich keine Ahnung mehr, wo wir das letzte Mal waren. Oh Gott, was ist das denn? Da kommt Licht durch. Warum kommt da Licht durch? Was ist da drin? Alter, was ist das? Warum ist da Licht? Kann das mal einer erklären? Hat das irgendeinen besonderen Grund? Ja, wie gesagt, ne, der Teil des Spiels ist einfach erstens ewig her und zweitens so gut wie nie gespielt. Aber ich überlege auch schon, was ich als nächstes spielen würde. Ich frage jetzt mal wirklich die vier Leute, die hier zugucken. Zur Auswahl würde ich stellen Myst 3 oder 4. Oder lustigerweise vielleicht mal Jazz Jackrabbits. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob ich es überhaupt zum Laufen bringe. Das wäre eigentlich auch sowas Witziges, was ich mit meiner Schwester zusammen machen könnte. Aber es ist halt, ja. Oder eventuell vielleicht so Just for Fun einen der alten Stronghold-Teile. Schlagt einfach mal irgendwas vor. Huch. Ja, du sollst auch was vorschlagen, aber mich bitte nicht erschlagen. Hey, hallo? Geht doch. Okay. Da geht's runter. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hingehen, ganz ehrlich. Ich frage mich echt, warum da oben dieses Licht ist. Ob das jetzt irgendwie eine Bedeutung hat oder nur so just for fun erstellt wurde oder so. Hm. Gehen wir mal runter. Schön ein bisschen ausweichen bei den scheiß Fächern. Fässern? Ich meine, ich könnte auch einen aktuellen oder einen aktuelleren Titel spielen und so weiter, aber irgendwie, also diese alten Spiele irgendwie teilweise wirklich mehr Reiz. Ja. Außerdem, wenn man bei den alten Spielen verkackt, kann man es immer noch auf die alte Engine und so weiter schieben. Dass die ja schuld wäre, oder dass die, wie gesagt, die alte Physik Engine und so weiter, dass das alles schuld wäre, dass man ja selber nicht schuld ist und so. Hä? Nee, stimmt. Ach, hier unten. Idiot. Hä? Jo. Genau. Jo, genau. Stirb.
So. Ich war jetzt kurz ein paar Sekunden still, weil ich einfach nur mal kurz überlegt habe, ob mir noch irgendwas anderes einfällt, was man spielen könnte. Weil gut, da schlage ich halt irgendwann mal was vor. Huch! Den kann man auch Gott sei Dank gut ausweichen. Ach du liebes Bisschen, ich habe gar nicht auf meine Life Points geschaut. Alter! Brendadino! 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 Da waren nur noch ein paar Beine. Ja, geil. Wie gesagt, die unzensierte Version ist selbst mir teilweise echt noch neu. Aber dass einfach nur noch ein paar Beine stehen. Das ist ja zu geil. Alter, was zur Hölle? Plasma Rifle. Capability enabled. Oh Mann. Einfach nur so ein paar Beine. Aua. Da fange ich an zu weinen. Oh, schön. Und da springe ich gleich drauf. Da komme ich erstmal nicht irgendwo hin. Oh, hier ist noch überall Leben, ey. Ich sollte echt mal aufpassen, wo ich hinlaufe. Einfach so Beine gerade eben. Sorry, ich muss weg. Ich lass mal kurz meine Beine hier. Huch! Miep! Hoppla, what the fuck? Das dreht sich. Ich dachte jetzt echt schon, was ist. Ich habe jetzt echt für einen Moment gedacht, meine Maus ist kaputt. Ach ja, und irgendwie, wenn ihr irgendwie ein Spiel habt, was ihr vorschlagen wollt oder so. Mal nicht sowas wie, was weiß ich, so Alice Madness Returns. Das habe ich nämlich leider komplett zu 99% durch. Ich krieg leider die 100% nicht voll, weil das Spiel irgendwie einen Bug hat und mir fehlt irgendwie nur noch eine Erinnerung oder so. Ich habe die schon zigmal aufgesammelt, aber der registriert mir das nicht und erkennt es nicht, dass ich eben diese Erinnerung schon aufgesammelt habe. Also keine Ahnung, was damit nicht stimmt. Ich habe das Spiel wirklich zu 99% durch. Alice Madness Returns. Das ärgert mich echt immer noch, dass ich das niemals auf 100% bekomme. Moment. Waren wir jetzt da unten gewesen? Nee. Doch. Ach nee, da kommt man ja wieder hoch. Ah, okay. Ach, ich glaube, da kommen wir zu so einem bösen Portal. Alles klar. Hier klimpert irgendwas. Okay, da kommen wir dann runter. Ich bin jetzt mal echt am überlegen, wo ich jetzt am besten als erstes hinlaufe. Eigentlich müsste ich nämlich nochmal zu dem Dino-Dude zurück. Da, wo das Feuer war. Aber ich dachte mir, ich erkunde erstmal hier alles soweit. Oh nein, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, da haut's mich noch einmal. Ich weiß nicht, ob einer von euch Vieren, die das hier schauen, auch Alice Madness Returns gespielt haben und ob ihr dieselben Probleme habt, dass der. Ja gut, das Spiel ist leider auch nicht ausgefeilt. Obwohl es echt toll ist. Ja, nur. Es macht halt Probleme, ne? Also ob da auch jemand. Das Problem hat, dass einige Erinnerungen nicht als eingesammelt erkannt werden. So. Ich frage mich echt, warum Turok eigentlich nicht getroffen wird von diesem Shredder-Gedöns. Okay. Ah, ich glaube, ich muss echt nochmal zurücklaufen. Ah, Manu. Okay, wir machen jetzt mal keine Experimente, sondern ich laufe jetzt echt nochmal zurück. Und zu diesem anderen Dino-Dude, da wo das Feuer war und so. Wo wir da unten waren. Ich komme auf diese Beine immer noch nicht klar. Boah. Steuerung. Hm.
ein dicker Dude rum. Ich bekomme trotzdem immer noch aufs Maul. Boah, nicht ruckeln. Das ist echt eine coole Idee mit dem Feuer. Muss ich schon sagen, also. Finde ich schon ganz geil. Gefällt mir. Ich höre es immer mal wieder klimpern auf dem Ohr. Ich weiß nicht. Okay, jetzt benutzen wir das allererste Mal, glaube ich, so ein Anti-Feuer-Ding. Uah. Trotzdem schüsse ich da rein, Falle. Ich weiß noch, das ist blöd, man bekommt keine Anzeige, ob das jetzt irgendwie die ganze Zeit hält oder nur eine bestimmte Zeit oder wie oder was. Also, da hätte ich mir echt Feedback gewünscht. Jau. Zack. Zack. Huch. Ja, da habt ihr es gesehen, ich bin gerade in die Lava rein und es hat mich halt überhaupt nicht gejuckt. Oh, nicht schon wieder so einer. Schnauze. Ich nehme den Schwerter. Genau deswegen. Eigentlich müsste ich den hier viel öfter nehmen, ey. Yo. Alles klar da unten? Ich finde diese Feuerdinos echt total cool. Bäh. Man geht weg. Da, ich gehe mal hier hoch, la 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 la. Na danke. Ach du Scheiße! Ja, genau, aus dem Grund nehme ich gerade auch den Granatenwerfer. Oh mein Gott! Yay! Wir haben die Sonnenkugeln! Wir haben die Sonnenkugeln! Wir haben die Sonnenkugeln! Wir haben die Sonnenkugeln! Na, 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 na. Das ist geil. Und ich habe nur noch 19 Leben und das ist nicht ganz so geil. Könnte ich den Tech-Bogen. Also, Leute, diese Sonnenkugeln, die haben es so richtig drauf. Also zum Beispiel diese kleinen Dinos, die kann ich damit einfach zersplattern. Also diese ganz kleinen, diese nervigen kleinen Kackviecher. Boah, alleine deswegen würde ich das einfach mal so just for fun zurück ins erste Level, nur um diese kleinen Kackbiester zu killen. Das ist jetzt ein böses und ich will da nicht runterfallen. Und ich habe so gut wie keine Heilung mehr. Ein großes Heilherz. Was? Ein großes Heilherz, Alter, schwer. Ein rotes Heilkreuz wäre echt nicht schlecht. Und ich brauche nochmal kurz einen Schluck Kaffee, weil ich mir sonst den Mund fusselig rede. Ach, gibt geileres. Huch. Jo, da schmeiß ich fast meine Maus weg. So euphorisch bin ich, um in dieses Portal reinzugehen. Hui. Oh, nein, ich will nicht. Oh, wir werden hier gleich so drauf gehen. Einfach weil ich so dermaßen im Eimer bin. Hä? Nur dran schießen oder so? Nee. Hallo?
Geht ja. Warum geht denn nichts auf? Oh Gott. Wow! Alter! Sterbt! Sterbt einfach! Oh, das war doch ganz effektiv. Ich will da hoch. Ich will da hoch, das sieht sicher aus. Das ist eine Röhre. Habt ihr eine Ahnung, wie mir gerade hier die Pumpe geht? Ich will nicht. Ich will einen Spawner. Ich will nicht. Ich habe nur noch 3 Herz. Oder 3 Leben. Hä? Jetzt ohne Scheiß? Warum ist denn hier kein Spawner und kein gar nichts? Ich will nicht. Okay. Es passieren Dinge. Okay. Es passieren immer noch Dinge. Wenn Dinge passieren, dann... Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Röhre sehr, sehr sicher bin. Alter, ich bin... Oh, Manu. Ich bin Spawner. Bitte. Das ist schlimmer als Outen, das ist schlimmer als Outlast. Nein, Spaß. Nichts ist schlimmer als... Nichts ist schlimmer als Outlast. Nichts. Aber das Gefühl, dass da was runterkommt. Das war so klar. Das hätte ich gar nicht schaffen können. Schaut euch das doch mal an, wie soll man das mit drei Leben auch schaffen? Alter. Diese Aufnahme macht mich fertig. Ich glaube, ich nenne diese Aufnahme einfach so passenderweise Feendrache auf Koffein oder so. Ich fliege hier fast runter, ey. Hallo? Moment, ist der da gerade runtergejumpt eigentlich? Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, ich muss schon sagen, hier fühle ich mich sicher, weil hier gibt es Munition. Das mag ich. Oh, verdammt. Das war eine richtig geile Aktion. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich kurz hier sitzen bleibe und auf Munition warte und das... Ja, das ist hier irgendwie alles gerade so ein bisschen rumspackt. Oh Gott. Hey, mir geht die Pumpe. Ja, wollte ich eigentlich gerade heimlich was trinken und... Alter, jedes Mal, wenn ich an meine Maus zurück will, dann hau ich gegen die Maus und Turok spackt rum. Alter Schwede, ey. Dieses Spiel macht mich fertig. Jo, Granaten oder sowas wären jetzt auch ganz geil. Ach ja, oh, wir werden noch ein paar tolle, wunderbare Waffen bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fehlen uns noch. Okay. Oh, Munition? Munition. Munition nehme ich mit. Ah, schade, ich habe keine alternative Munition. Also die hier, bum bum und alles tot und... Jo, das ging schnell. Ja, bevor ich mir den Teil der Nuke hole, gehe ich da nochmal hin. Oh. Oh, gut. Sehr gut. Wie viel habe ich jetzt eigentlich für den... Ja gut, hier ist wieder voll. Was mir lieber wäre, wäre jetzt zum Beispiel Munition für den Granatenwerfer. Aber na gut, man kann halt nicht alles haben, ne? Die Folge ist ja gleich zu Ende. Gut, ich warte nur kurz hier auf Munitionsnachschub. Wenn er kommt. Komm. Komm. Hopp. Na los. Ja, dann halt nicht. Huh, was?
Oh. Ja, perfekt. Cool, also damit kann ich die Aufnahme dann auf alle Fälle beenden. Ja, die ist... You have found part of a new weapon. Die einfach immer gleich aussehen. Klingt, als würde hier irgendwo ein Dude rumrennen. Aber auf den kann ich jetzt mal keine Rücksicht nehmen. Jo, okay. Alter, die Aufnahme. Das war das totale Chaos. Tut mir leid. Aber wir haben ein paar brennende Dinos, ein paar herrenlose Beine und ja, eine Menge anderen Mist gesehen und ich denke, damit kann ich euch jetzt beruhigt in den Feierabend schicken. Mal gucken, wann das Video online kommt. Heute, also Donnerstag, vielleicht nicht mehr. Oder wenn, dann halt eher später in der Nacht. Oder ansonsten Freitag. Das heißt, wenn heute das hier die Freitagsfolge, dann ist dann yay. Oder wenn, und wenn es halt doch nur die Donnerstagsfolge ist, dann yay, morgen ist Freitag. Und ja, ich hör mal auf zu labern. Na dann. Okay, bis dann. Und ja, alles. Und ich kann nicht mehr reden, ey. Ich brauche eine Pause. Tschüss, eure Fee.